In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong haben am Sonntagmorgen die Abstimmungen für den Wahlausschuss 2021 begonnen. Dabei stimmen rund 4.900 ausgewählte Einwohner der Finanzmetropole über Kandidaten ab, die wiederum den nächsten Verwaltungschef Hongkongs auswählen werden. Regierungschefin Carrie Lam erklärte, es sei wichtig, dass Patrioten in Hongkong an der Macht seien. Dies sei ein legitimes Ziel bei jeder Wahl, bei jeder Regierung. Der demokratische Entscheidungsspielraum für die Bevölkerung bleibt jedoch äußerst gering. Bereits im März hatte Peking das Wahlsystem der Stadt stark überarbeitet, sodass nur noch Patrioten als Kandidaten zugelassen sind, die sich uneingeschränkt loyal zur chinesischen Regierung positionieren. Politiker aus dem pro-demokratischen Lager sind hingegen nahezu abwesend.